Innovation und Wachstum ist in Zukunft nur mit einer guten digitalen Infrastruktur zu erreichen. Darüber waren sich alle hier einig. Kongress der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu den aktuellen Fragen rund um den Breitbandausbau in Deutschland. Was wird aus unseren Fördermitteln? Mit welchen innovativen Methoden können wir Kosten senken? Und welche Bedingungen muss Brüssel schaffen, damit wir eine national und international wettbewerbsfähige Telekommunikationswirtschaft erhalten? Es geht um nicht weniger als die Infrastruktur der Zukunft, sagt EU-Kommissar Günther Oettinger. Er mahnt zur Eile und wirbt für einen gesamteuropäischen Ansatz. Die Verlagerung in der Investition muss jetzt stattfinden. In 5 Jahren, in 10 Jahren wäre es zu spät. Wir müssen jetzt die digitale Strategie europäisieren, um auf Augenhöhe mit den Amerikanern, den Südkoreanern, den Japanern in die Zukunft zu gehen. Immerhin 97% der deutschen Haushalte haben Zugang zu Breitbandinternet. Doch mancherorts sind die Übertragungsgeschwindigkeiten noch zu niedrig. Gerade für den ländlichen Raum sieht Unionsfraktionschef Kauder Nachholbedarf. Und wir erwarten auch, dass ein Schwerpunkt gelegt wird in den ländlichen Raum, weil wir dort in Deutschland ganz im Gegensatz zu anderen Staaten in Europa eine starke mittelständische Wirtschaft sitzen haben, die auf diese neuen Formen der Kommunikation dringend angewiesen ist. Um das zu erreichen, will das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur viel Geld investieren, sagt Staatssekretär Rainer Bomba, um Deutschland fit zu machen für Innovation und Wachstum auch in der Zukunft. Wir werden ja jetzt Fördermittel haben. Über 1 Milliarde hat Schäuble zur Verfügung gestellt. Aus der digitalen Dividende 2 werden noch mal einige 100 Millionen kommen. Die Förderung kann aber nur ein Teil sein. Die Wirtschaft ist genauso gefordert. Und reine Rosinenpickerei, das ist heute auch klar geworden. Also nur das Erschließen der großen Ballungszentren, wo es sich besonders gut rechnet, kann die Antwort nicht sein.